Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und dieses Video ist wahrscheinlich das Video, was mir von allen Videos bisher am allerschwersten fiel, was am meisten polarisieren wird, womit ich wahrscheinlich Hass und sonst was auf mich ziehen werde, aber ich finde es wichtig, das loszuwerden. Viel Spaß damit. Der eine oder andere wird den Beitrag gelesen haben, den ich in der spirituellen Gruppe bei Facebook gepostet hatte. Ich hatte euch versprochen, dass ich ein Video dazu drehen werde, wo es darum geht, die Dualität zu überwinden. Und ich hatte gesagt, dass ich Freimaurer bin und das sorgt natürlich für Trubel. Generell ist es so, gesellschaftlich gesehen, es gibt Menschen, die übernehmen Verantwortung für sich und für ihr eigenes Sein, für sich als Mensch. Und es gibt Menschen, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, natürlich bin ich mir bewusst, dass wenn du da jetzt sitzt und dich mit den Worten identifizierst, die ich hier gerade rede, dass das in dir jetzt Wut auslöst. Deshalb spreche ich es vorher an, in der Hoffnung, das etwas zu dämpfen damit, weil du dir denkst, das löst jetzt keine Wut in mir aus. Aber ich muss es ansprechen, ich halte es für wichtig. Diejenigen, die wettern und die ganze Zeit auf das System schimpfen, auf Politiker schimpfen, diejenigen, die auf Freimaurer schimpfen oder auf sonst was, auf Illuminaten oder auf etliche Gruppen, Bilderberger oder auf etliche Gruppen, die im Bereich der Verschwörungstheorien oder auch in anderen Bereichen dafür oder denen unterstellt wird, dass sie irgendwelche Fäden in der Hand haben. Diejenigen, die sich darüber aufregen, darüber schimpfen und darüber zornig sind und wütend sind, sind gesellschaftlich gesehen Menschen, die... Es sind zumeist keine Akademiker. Ich will damit nicht sagen, dass die alle dumm sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Möchte ich ganz bewusst hier nochmal klarstellen. Darum geht es mir nicht. Aber... sie übernehmen keine Verantwortung, denn was sie damit zum Ausdruck bringen ist, die sind schuld daran, dass ich in meiner Situation bin. Und ich glaube nicht an dieses Konzept, weil ich glaube dafür, dass wir unser Schöpfer, unsere eigene Realität sind und entscheiden können, wie wir unser Leben gestalten. Und dass kein äußerer Einfluss, egal ob unsere Eltern, unsere Erziehung, unser Grundschullehrer oder unser Professor, unser Chef oder unsere Ehefrau oder Freimaurer oder sonst wer, dafür verantwortlich sind, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und in was für einer Situation wir sind. Deshalb habe ich natürlich auch nachgeforscht und es stellte sich natürlich auch raus, viele, diejenigen, die am extrem beleidigsten waren, hatten dann Profile, wo sie irgendwie am Kiffen waren, was, ich verteufel das nicht, um Gottes Willen, ich habe lange Jahre gekifft, aber naja, es waren halt Menschen, wo man, wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass sie nicht mit beiden Beinen im Leben stehen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, denn worum es hier geht, ist, Dualität überwinden. Und eine Sache, die mir noch extrem am Herzen liegt und von der ich sicher bin, dass sie gerade hier ja enorm polarisieren wird. Denn viele spirituelle Menschen identifizieren sich damit, hey, bei mir gibt es Licht, Sonne, Sonnenschein und Positivität und Friede, Freude, Eierkuchen und hey, und alles super. Und ich kann das nachvollziehen. Und natürlich hat Spiritualität irgendwie was damit zu tun. Natürlich gibt es da Korrelationen. Aber man läuft Gefahr, da einen speziellen Denkfehler zu machen. Denn gut und schlecht sind Bewertungen unseres Verstandes. Eines der Ideen der Spiritualität ist es, die Stille vor das Denken zu schalten. Denn das Problem mit gut und schlecht ist beispielsweise, dass, ich nenne euch ein praktisches Beispiel, vor einigen Jahren war ich ein komplett anderer Mensch, bevor ich angefangen habe, extremst an mir zu arbeiten. Und wenn ich durch die Stadt gegangen bin und Menschen haben mich angeguckt, dann habe ich geguckt und dachte, was ist denn das für ein Arschloch, warum guckt der mich so scheiße an? Oder was ist das denn für eine Frau, guck mal, wie billig die aussieht und so weiter. Ich lebte komplett unbewusst und diese Bewertungen, die in meinem Kopf waren, erzeugten in mir
Leid, Wut, Trauer, Zorn, Aggressivität, unterm Strich zusammengefasst, Negativität. Wir müssen aufpassen, wenn wir bewerten, weil Worte nicht unbedingt zwangsläufig die eleganteste Art und Weise der Kommunikation sind. Es ist die beste, die wir haben, aber es bietet enorm viel Raum dafür, aneinander vorbeizureden. Kurzer Loop dahingehend. Ich hatte viele Differenzen in Diskussionen mit Diplompsychologen beispielsweise über das Thema Ego. Als wir tiefer in das Thema eingestiegen sind, haben wir herausgestellt, dass die Psychologen sich beim Wort Ego identifizieren oder beziehen auf das Instanzenmodell von Sigmund Freud, wo das Ego eine ausgleichende Instanz ist zwischen dem Über-Ich und dem Es. Das heißt, aus psychologischer Sicht ist das Ego notwendig, aus spiritueller Sicht nicht zwangsläufig. Und da gerät man dann natürlich schnell aneinander, obwohl man eventuell exakt dasselbe meinen kann. Das heißt, man muss extrem vorsichtig sein, wie man Dinge formuliert. Ich versuche hier in diesem Video wirklich ein Drahtseilakt. Denn um diesen Drahtseilakt zu verdeutlichen, werde ich ein extrem drastisches Beispiel nennen. Aus spiritueller Sicht, Leute, tut mir den Gefallen, hört euch das Video bitte zu Ende an. Ich weiß, dass wenn ich den Satz gleich ausspreche, dass etliche Menschen vor ihrem Bildschirm aufschreien werden, vom Stuhl fallen werden, sich denken werden, was ist das für ein Idiot, wie kann man sowas sagen? Aus spiritueller Sicht, sind Sachen wie Mord nicht grauenvoll. Und ich möchte erklären, warum. Juristisch gesehen ist das falsch. Menschlich gesehen ist das falsch. Ich würde es nie tun. Es ist nicht richtig. Es ist falsch, okay? Es ist das Problem aber folgendes. Warum sage ich das? Warum werfe ich so eine verrückte, reißerische These in den Raum? Weil ich kenne viele Menschen, die glauben, spirituell zu sein und die für sich irgendwie positives Denken etabliert haben. In der Praxis leben sie aber so, dass sie in ihrer Wohnung sitzen und den ganzen Tag traurig sind. Und wenn ich die besuche, dann höre ich Sachen wie, ja Patrick, und ich habe jetzt einen Artikel gelesen und in Russland, da gibt es diese Menschen mit dem Organhandel und das ist so fürchterlich und die weinen. Leute, wir sind hier, damit wir erfüllt sind. Wir sind hier, damit wir glücklich sind. Wir sind hier, damit wir strahlen. Wir sind hier, damit wir unseren Menschen helfen können, damit wir Positivität ins Leben geben, damit wir einen Mehrwert geben für andere Menschen. Wie willst du das machen, wenn du so leidest aufgrund von einem falschen Verhalten von anderen Menschen in Russland? Was hier passiert aus spiritueller Sicht ist, dein Körper ist physisch, vielleicht in Baden-Württemberg im Hier und Jetzt, aber deine Gedanken mental sind in Russland bei irgendwelchen Mördern. Und obwohl bei dir im Hier und Jetzt physisch alles super ist, heulst du, bist traurig oder wütend oder zornig, weil du mental in Russland bist. Du bist nicht präsent, du bist nicht im Hier und Jetzt. Und weil du das bewertest, das ist so furchtbar, das ist so schrecklich, entsteht in dir Leid als Folge dieser Bewertung. Wenn wir in der Spiritualität sagen, dass es kein Gut und Schlecht gibt, dann meinen wir nicht, dass wir damit Krieg, Mord oder irgendwas gutheißen. Um Gottes Willen, nein! Nein, darum geht es nicht. Darum geht es nicht und ich könnte das jetzt noch 10-mal wiederholen und trotzdem weiß ich genau, dass Leute kommentieren werden, die es nicht verstehen werden. Und ich kann selbst das nachvollziehen, weil ich habe ewig dafür gebraucht, es zu verstehen. Ich kann dich verstehen in dem Punkt. Aber ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen von dem chinesischen Bauern. Es gab einmal, ich sag's vorweg, es ist eine Legende, ne, aber es geht um die
inhaltliche Weisheit, die dahinter steckt. Es gab einmal einen chinesischen Bauern und der hatte ein wunderschönes Stück Land mit einer grünen Koppel, mit einem Weidezaun drumherum, ein tolles Haus und da drauf war ein weißes Pferd. Und dieser chinesische Bauer lebte in einem kleinen Dorf und die Dorfbewohner standen manchmal an der Koppel und sahen sein Haus und sein Grundstück und sein weißes Pferd und sagten, wow, du hast aber Glück, das sieht so prachtvoll aus und hier mit dem weißen Pferd und dein Gras ist so grün, es ist so toll. Und der chinesische Bauer hörte zu und sagte, mag sein. Paar Tage später nahm das Pferd Anlauf, sprang über den Weidezaun und ritt davon. Und die Dorfbewohner sahen das und sagen, ach du Scheiße, das gibt's doch nicht, Bauer, dein einziges Pferd und das ist weg, das ist ja so viel Pech, das ist ja furchtbar. Und waren hysterisch und schrien und so weiter. Und der Dorfbewohner sah sie an und sagte, mag sein. Einige Tage später kam das wilde Pferd, was entflohen ist, von seiner Koppel wieder, mit zwei weiteren wilden Pferden. Sie sprangen zu dritt über die Koppel und nun hatte der Bauer drei Pferde. Und die Dorfbewohner sahen das und sagten, wow, wie viel Glück kann ein Mensch haben? Dein einziges Pferd ritt weg und jetzt hast du drei? Das gibt es doch gar nicht, du bist ja der Mega-Glückspilz. Und der Bauer lächelte zufrieden und sagte, mag sein. Am nächsten Morgen stand der einzige Sohn auf, den der Bauer hatte, und hatte sich zum Ziel gesetzt, die neuen beiden wilden Pferde einzureiten. Er setzte sich drauf, das Pferd ritt los, warf ihn ab und der einzige Junge des Bauerns brach sich unglaublich unglücklich das Bein. Und die Dorfbewohner sahen auch das und sagen, wie kann das sein, das ist dein einziger Sohn, wer weiß, ob der jemals wieder laufen kann, das ist ja das Schlimmste, was hätte passieren können. Und der Dorfbewohner war da und sagte, mag sein. 3 Tage später, morgens um 4 Uhr, wurde das ganze Dorf wach. Die Heilsarmee kam ins Dorf geritten und nahm alle gesunden Kinder mit in den Krieg. Außer das des Bauerns. Und die Dorfbewohner sagten wieder, das ist Wahnsinn. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Und der Bauer sagte wieder, mag sein. Diese Geschichte versinnbildlicht besser als alle anderen Geschichten, die ich kenne, worum es geht in der Spiritualität. Das Leben der Dorfbewohner war, sie hatten genau die gleichen Makrokosmos, genau die gleiche objektive Realität wie der Bauer. Aber ihre subjektive Realität, ihr Mikrokosmos, ihre emotionale Realität war willkürlich. Es war ein Auf und Ab. Pferd rennt weg, wie grauenvoll, wie schrecklich. Und sie waren hysterisch und spürten das natürlich emotional. Das wirkt sich emotional in euch aus. Eure Endorphine, Serotonin, Dopamin, geht alles bergab. So, aufgrund eurer Bewertung, nicht aufgrund der Situation. Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. So, was ist aber beim Bauern gewesen? Der Bauer hat genau dasselbe erlebt wie die Dorfbewohner, aber er war durchgehend zufrieden, während die Dorfbewohner ein permanentes, krasses Auf und Ab haben. Wenn ich sage, dass es kein Gut und Schlecht gibt, dann meine ich damit nicht, dass Kriege, Morde, Vergewaltigung, Tode oder sonst was nicht blöd sind. Ich meine, dass wir uns von unseren Bewertungen trennen sollen. Und als spiritueller Trainer ist das ein Drahtseilakt, da das richtige Wording zu finden. Denn wie soll ich euch sagen, Leute, ich verstehe euch, Vergewaltigung, Kriege, und das ist furchtbar, das ist grauenvoll, wenn ich gleichzeitig sagen will, Leute, wir müssen uns von unseren Bewertungen trennen. Ne? Das ist die Herausforderung eines spirituellen Trainers. Denn irgendwie muss auch ich das, was ich wiedergeben will, ja in Worte fassen, um es verständlich zu machen. Und dafür muss ich Worte benutzen, die auch beschreibende Elemente haben, wie zum Beispiel, ja, natürlich ist das furchtbar. Krieg, Mord etc. Natürlich. Aber Leute, ich sitze hier gerade, mir geht es gut. Ich hatte eine Männergrippe zugegeben. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Aber ja, siehst du. Aber mir geht's gut. Es ist hier nichts. Es ist alles gut. Ne? Aber was würde jetzt passieren, wenn jetzt hier einer aus der spirituellen Gruppe ankommen würde? Und ich würde mit ihm 4 Stunden
über das Leiden der Menschen in Afrika sprechen. Mein emotionales Befinden würde bergab gehen. Mir würde es schlechter gehen. Ich würde die ganze Zeit, ich würde physisch im Hier und Jetzt sein und mit meinem Kopf bei sterbenden Kindern in Afrika. Jetzt würden manche denken, ja, aber das ist doch total spirituell, weil dann bist du ja mitfühlend und das ist ja wichtig. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay, warum? Weil, inwieweit profitieren die Kinder in Afrika davon, wenn ich hier leide? Gar nicht. Würde ich denen nicht mehr helfen, wenn jetzt mich einer aus der Gruppe hier besuchen kommen würde und wir würden über Kriege sprechen, über Organhandel, über Vergewaltigung, über Kindesmorde, über Missbrauch, über sonst was. Und anstatt, dass wir hier sitzen und gemeinsam weinen, bei klarem Verstand bleiben und aus dem State des klaren Verstandes heraus ganz klar sagen, okay, das ist nicht so, wie wir die Welt haben wollen, was können wir machen? Wie können wir das Problem lösen? Wie können wir es angehen? Aber um diese Zentriertheit, die Ruhe zu haben, klare Gedanken fassen zu können und nicht von unseren negativen Emotionen blockiert zu sein, weil wir gerade in unserer Wut sind oder in unserem Zorn oder in unserer Trauer oder in sonst was, dafür ist es wichtig, dass wir uns von unseren Bewertungen trennen, Leute. Das meine ich damit. Das heißt nicht, ausdrücklich nicht, dass ich Vergewaltigung, Missbrauch, Morde oder sonst was für ein Zeug gutheiße. Leute, um Gottes Willen, nein! Aber es ist eine Frage des Wordings und darum kann ich eure Kritik auch komplett verstehen, denn ich war selbst in der Position, wo ich das gesagt habe. Ich habe mit den spirituellen Lehrern, die mich begleitet haben, genau dieselben Gespräche geführt. Ich habe gesagt, Baruch zum Beispiel, einer der weisesten Menschen und Rabbiner, der mich begleitet hat, habe ich gesagt, Baruch, ganz ehrlich, du bist Jude. So, es kann doch nicht sein, dass du die Hitlerzeit, die haben euch Juden in KZs vergast, dass du das nicht schlimm findest. Und er stand da, komplett ruhig, und sagte, ja, es war nicht richtig, es ist, wie es ist. Aber es tangierte ihn nicht emotional in seiner Realität, weil es keinen Mehrwert hätte, weder für die verstorbenen Juden, noch für ihn, noch für irgendwen. Noch für irgendwen. Jetzt werden manche einer sagen vielleicht, ja, aber Patrick, das ist doch normal, dass man so reagiert. Ja, richtig, ist es auch. Aber wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes tun, dann bleibt es trotzdem etwas Dummes. Nur weil es normal ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Wie viele Menschen kennt ihr denn, die erfüllt sind und glücklich sind? Es sind in der Regel nicht allzu viele. Und warum? Ja, weil es normal ist und genau das alles alle tun. Nur, Leute, es fällt mir echt nicht leicht, dieses Video zu machen, weil ich ganz genau weiß, wie es polarisieren wird. Und ich weiß genau, dass ich mich selbst zur Zielscheibe mache. Mit manchen Aussagen. Aber ich finde es wichtig, darauf einzugehen, weil ich glaube, dass genau dieser Punkt, genau dieser Verständnisschritt für viele der Schlüssel ist, um auszubrechen aus ihrer emotionalen Negativität in ihrem Mikrokosmos und aus ihrer Negativität in ihrem Leben. Denn die folgt in aller Regel als Folge eurer Bewertung, als Folge davon, dass ihr nicht im Hier seid, sondern im Kopf bei irgendwelchen Kriegen, Morden, Vergewaltigungen, Negativität oder Menschen, die euch lenken. Dass ihr nicht im Jetzt seid, sondern euch Sorgen und Ängste macht über die illusionäre Zukunft, die nie kommen wird, denn wer die Zukunft kommt, kommt sie als Jetzt. Oder Sachen bedauert oder trauert oder Groll habt in Bezug auf die Vergangenheit, die ebenfalls illusionär ist, weil als die Vergangenheit da war, war sie als Jetzt da. Und jetzt ist die Vergangenheit vorbei. Ja, ihr Lieben, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch viel Freude. Ich wünsche euch viel Gesundheit vor allem, denn wer gesund ist, hat viele Wünsche. Wer krank ist, nur einen. Ich wünsche euch sehr viel Licht und Erkenntnisse mit diesem Video und hoffe, ganz klar differenziert und deutlich gemacht zu haben, dass ich solche Aktionen
nicht gut finde, nicht gut heiße, nicht toleriere, dass es mir nur um den spirituellen Ansatz hinter Bewertungen geht. Denn ich kann nicht gleichzeitig präsent sein, sprich einfach sein, während ich kognitiv andere Menschen bewerte, mit dem Finger auf sie zeige und sage, das ist falsch, das ist richtig, das ist grauenvoll, das ist schrecklich, das ist gut, das ist blöd und mich dadurch emotional beeinflussen lasse in meinem Sein als Mensch. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du Fragen hast, tu mir bitte den Gefallen, schreib in die Kommentare. Ich versuche da zu sein für dich, möglichst schnell irgendwelche Sachen zu beantworten. Dir wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Mach es gut. Adios.